Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine Monster-XP-Farm bauen kann. Und ich habe insgesamt zwei Varianten davon. Die erste ist eigentlich ziemlich einfach, die könnt ihr wirklich super schnell nachbauen. Und die zweite ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, nur ein bisschen verbessert noch. Und allerdings müsst ihr da ein bisschen mehr für machen, aber das werde ich euch gleich alles zeigen. Aber ich fange jetzt erstmal mit der ganz einfachen Farm an. Und das erste, was ihr dafür tut, ist, ihr sucht euch einen Platz, wo ihr das Ganze bauen möchtet. Und dann macht ihr eine 5x7 große Fläche. Und ich mache die jetzt einfach mal aus dem orangen Concrete, weil ich den ziemlich cool finde. Und dann, wie gesagt, machen wir jetzt eine 5x7 große Fläche. Also 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Dann füllen wir das Ganze hier mal aus. Ihr könnt natürlich die Blöcke benutzen, die ihr möchtet. Ich nehme jetzt nur mal die Blöcke, weil ich die relativ selten benutze. Aber ich finde, die sehen eigentlich doch ganz cool aus. Und dementsprechend benutze ich die jetzt mal. So. Also wir haben jetzt die Fläche. Dann machen wir als erstes einmal drei Kisten so nebeneinander. Da kommen dann später die Items rein, die wir auch einsammeln möchten. Rein theoretisch müsst ihr die Items natürlich nicht einsammeln, aber in diesem Fall ist es jetzt so, dass wir quasi XP und Items farmen. Aber ansonsten, die Items könnt ihr auch einfach despawnen, wenn ihr die nicht braucht. So. Das nächste, was wir machen, ist, wir gehen an jede Kiste ran und drücken Shift und mit Rechtsklick dreimal dagegen mit einem Trichter. Das bedeutet, dass die Trichter alle mit dem kleinen Rohr Richtung Kiste zeigen. Und da werden dann später auch alle Items eingesammelt. So. Und auf diese Trichter drauf kommen dann nochmal Teppiche, die Farbe ist dabei auch egal, Hauptsache es sind Teppiche, weil durch diese Teppiche durchgehen nämlich immer noch Items, wie ihr hier seht, das ist ziemlich nice. So, das ist jetzt quasi der Grund, wo dann später die Zombies rauffallen und wir machen jetzt erstmal ein paar Säulen an den Seiten hoch und zwar müssen wir insgesamt von diesem Block aus quasi 23 Blöcke nach oben gehen. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke hier oben. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn jetzt von hier oben ein Zombie runterfällt, dann hat er quasi genug Feldschaden bekommen, dass wir ihn nur noch mit einem Auto-Tag quasi töten können. Aber er lebt halt noch und das ist eben wichtig, weil würde er sterben, dann würden wir nämlich die XP nicht einsammeln können. Und wir können das hier gleich mal ausprobieren mit einem Creeper. So, die kriegen nämlich alle gleich viel Fallschaden. Und der verbrennt ja nicht bei dem Sonnenlicht. Und den schubse ich da jetzt mal runter. Und der müsste das Ganze überleben, wie ihr seht. Wenn ich den jetzt einmal haue, müsste er sterben. Ja, wunderbar. Genauso wollen wir das. So, und das machen wir jetzt auf jeder Seite einmal schnell hoch. So. Hier nochmal schnell eine Säule. Zack, zack. Und theoretisch, wenn ihr eine Farm bauen möchtet, wo ihr gar keine XP einsammelt, sondern nur die Items von den Monstern, dann könntet ihr das Ganze noch ein oder zwei Blöcke größer bauen. Und das würde eben dafür sorgen, dass die Monster, wenn sie runterfallen, einfach direkt sterben und ihr halt genauso trotzdem die Items einsammeln könnt. Und das, ja, falls ihr, wie gesagt, genug XP habt oder so, könnt ihr das auch so machen. So. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen einmal in jede Richtung 7 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 3, also so. Da kommt nämlich später Wasser hin. Das Wasser wird nämlich dafür sorgen, dass die ganzen Monster hier in die Mitte gespült werden. Und das machen wir jetzt auf jeder Seite einmal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Und hier auch nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auch noch. Und dann noch die letzte Seite. Und das wird nämlich dafür sorgen, dass, wie gesagt, die Monster, die hier oben spawnen, eben durch das Wasser in die Mitte getrieben werden. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so. Und hier machen wir jetzt Wasser hin. Das bedeutet, wir machen hier einmal eine Umrandung drum, damit das Wasser eben nirgendwo sonst runterläuft. So. Das Ganze hier dann auch nochmal. So. Und hier auch. Und dann können wir das hier nochmal schnell machen. Und keine Sorge, ich werde die meisten Sachen nachher ein bisschen schneiden, die so lange dauern. Aber ich werde euch alles zeigen, was ihr machen müsst. Das ist nämlich sonst ein bisschen sehr langwierig. Aber es ist eben ziemlich einfach und einfach nur repetitiv dann irgendwann. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir schnappen unsere Wassereimer und platzieren die dann hier vorne, jeweils einen in die linke und einen in die rechte Ecke. Und dann haben wir hier so ein Wasser, der eben genau bis hier geht. Und genauso wollen wir es haben. Weil das sorgt nämlich dafür, wie gesagt, dass die Monster hier irgendwann einfach reinlaufen, weil die so programmiert sind und dann fallen sie hier rein. Und werden in die Mitte getrieben und fallen dann hier runter. So, das nächste, das wir machen, ist, wir platzieren hier einmal alles voll mit Blöcken. Das bedeutet, wir haben jetzt hier quasi, ich zeige euch das einmal, das hier sind jetzt quasi die Umrandung. Und alles, was dazwischen ist, füllen wir jetzt auch mit irgendwelchen Blöcken auf, wo eben Monster drauf spawnen können. Ich nehme jetzt in diesem Fall mal diesen Lime Concrete. Und ich denke, das muss ich euch nicht zeigen, sondern ich mache das jetzt einfach einmal schnell. Wenn ihr das fertig habt, sollte das in etwa so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen einmal Wände, und zwar hier einmal komplett lang natürlich. Einmal drumrum, die müssen insgesamt zwei Blöcke hoch sein. Und oben drauf kommt dann noch ein Dach. Das sorgt nämlich dafür, dass hier Zombies und Creeper, Skelette und eben die Spinnen und Hexen spawnen können. Und keine Endermans. Weil bei Endermännern ist das Problem, die brauchen ja theoretisch drei Blöcke. Das bedeutet, sie können schon mal bei zwei nicht spawnen. Und würden wir das Ganze jetzt drei Blöcke hoch machen, dann wären hier zwei Endermen. Aber die haben ja Angst vor Wasser. Und das bedeutet, die würden eben nicht ins Wasser gehen und runterfallen. Sondern hier oben einfach nur rumstehen. Und es kann nur eine bestimmte Anzahl von Monstern in der Nähe vom Spieler sein. Und das würde eben dafür sorgen, dass hier halt Monster sind, die quasi nicht hier runterfallen können. Und das würde halt insgesamt die Farm nur ein bisschen verlangsamen. Dementsprechend machen wir das Ganze hier
hier, wie gesagt, nur zwei hoch. Und ich denke, ich werde das jetzt einmal hier umranden und eben die Decke oben drauf packen. Und das müsst ihr euch natürlich auch nicht antun. Wenn ihr das soweit fertig habt, sollte das in etwa so aussehen. Und jetzt ist es hier unten eben dunkel genug, damit hier auch Monster spawnen können. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir bauen hier unten nochmal etwas weiter. Und so platzieren wir jetzt hier eine Reihe mit Halbsteinen, sodass man hier quasi noch einen halben Block durchgucken kann. Und das reicht nämlich dafür, dass wir die Monster zwar töten können, aber die uns eben nicht angreifen. Auch die Baby-Zombies kommen nämlich da nicht durch. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir hier oben nochmal alles voll mit, ja, in diesem Fall weißen Glas. Das könnt ihr euch natürlich auch wieder aussuchen, was wir hier für Blöcke benutzen, aber ich finde halt, ja, weißes Glas ist eigentlich ziemlich cool. Ihr könnt das natürlich auch mit Cobblestone machen oder sowas, aber wie gesagt, das sieht halt einfach ganz gut aus mit dem Glas. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt nochmal schnell auf den anderen drei Seiten. So, wenn ihr das fertig habt, sollte das dann etwa so aussehen. Und was ihr dann noch machen müsst, ist hier unten einmal ein bisschen ausleuchten, denn hier fällt ja ein Schatten hin. Und wir wollen ja nicht, dass hier auch Monster spawnen. Und ihr seht schon, hier ist schon ein Zombie runtergefallen. Und das Einzige, was ihr jetzt eigentlich nur noch machen müsst, ist hier einfach in der Nähe sein. Und dann könnt ihr hier immer mal wieder die Monster einfach töten mit einem Schlag und die Erfahrungspunkte einsammeln. Und hier in den Kisten sammelt sich dann eben das ganze, ja, Zombiefleisch und die ganzen Mob-Drops eben. Ich kann euch nochmal zeigen, wie das jetzt hier oben aussieht. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktionieren soll. Also hier ist sogar noch ein Creeper. Wir nehmen mal Creeper-Spawn-Eier und dann zeige ich euch, dass die Creeper eben dann hier irgendwo spawnen, so wie dieser hier. Und dann irgendwann fallen sie dann hier ins Wasser oder gehen ins Wasser. Dann werden sie hier hingetrieben und fallen dann hier runter. So, zack. Und das ist eben, wie gesagt, genau die richtige Höhe, dass sie eben mit einem Schlag getötet werden können. Und das macht ihr dann einfach die ganze Zeit. Ihr geht dann einfach zu den Monstern, wenn hier genug sind, und haut die einmal. Und dann könnt ihr die Erfahrungspunkte einsammeln und eben die Items, die auch eingesammelt werden. So, das Problem bei dieser Farm ist jetzt allerdings, dass es natürlich rundum immer noch Punkte gibt, wo Monster spawnen könnten. Zum Beispiel könnten hier überall in der Nacht auf den Hügeln und auf den Wiesen Monster spawnen und natürlich auch obendrauf. Und was es natürlich auch noch gibt, ist der Untergrund, das kann ich euch mal schnell zeigen. Und zwar gibt es natürlich hier unter uns wahrscheinlich auch ziemlich viele Höhlen, wie ihr es schon seht. Und hier spawnen natürlich auch Monster. Wir wollen allerdings, dass in dieser Farm eigentlich möglichst nur die Monster hier oben spawnen, damit wir halt alle in diese Farm reinbekommen. Denn es ist ja, wie gesagt, so, dass es eben nur eine bestimmte Anzahl von Monstern im Umkreis geben kann und das ist natürlich ein bisschen doof. Dementsprechend könnten wir jetzt entweder hier alles ausleuchten und auch die Höhlen ausleuchten und so weiter, oder wir bauen die Farm ein bisschen anders und das werde ich euch jetzt auch nochmal kurz erklären. Und zwar gibt es dafür insgesamt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre, dass wir einfach ganz weit nach oben bauen, bis zur Bauhöhe, die ist bei 256 Blöcken, und dann von oben nach unten bauen quasi, weil das sorgt nämlich dafür, dass wir so weit weg sind von hier, der ganzen Insel unten, dass eigentlich nur da oben etwas spawnen kann. Und dementsprechend ist die Farm natürlich sehr effektiv, wenn nur hier Monster spawnen und die hier alle runterfallen, das ist schon ziemlich gut. Oder die andere Variante wäre, was ich auch hier gezeigt habe, das Ganze einfach auf dem offenen Meer zu bauen. Das habe ich da vorne gemacht, denn beim Meer ist es so ähnlich, dass eben die vielen Blöcke, die da unter sind, da können ja eigentlich keine Mobs spawnen, außer so ein paar Ertrunkene zum Beispiel. Und auch die Höhlen, die sind so weit von dem Spieler dann entfernt, dass er eben nicht spawnt. Und dementsprechend sind diese Farmen noch etwas effektiver. Was ihr hier jetzt noch seht, ist, dass ich nicht nur einen von diesen Flächen quasi gebaut habe, wo Monster spawnen, sondern insgesamt 10 Stück. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich ganz oben, ganz in der obersten Spawnfläche quasi einen Zombie habe, der spawnt, der würde natürlich viel weiter runterfallen als jemand, der in der ersten Spawnhöhe spawnt. Und das ist natürlich doof, denn wir wollen ja eigentlich alle töten, damit wir von der XP halt möglichst viel haben. Und dementsprechend habe ich das Ganze hier noch ein bisschen anders gebaut. Das werde ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier, wie gesagt, einfach so 10 von diesen Etagen übereinander gebaut, damit hier eben möglichst viel spawnt. Und ihr seht schon, hier spawnt eine ganze Menge. Und was ich dann ganz unten gemacht habe, ist, hier nochmal Wasser zu machen. Das sorgt nämlich dafür, dass der Fall von ganz oben quasi abgefedert wird durchs Wasser. Und hier werden die dann alle quasi nochmal zur Mitte geschubst. Und dann insgesamt fallen sie dann hier alle zusammen nur 23 Blöcke runter. Und das sorgt eben dafür, dass diese Farm so effektiv ist. Und ihr seht schon, wie viele Viecher hier sind. Ich bin jetzt nur ein paar Sekunden quasi hier. Und das ist wirklich eine ziemlich gute Farm. Und wie gesagt, super einfach nachzubauen. Das Einzige, was ihr einfach braucht, sind ganz viele Blöcke. Also im Zweifel könnt ihr dafür auch Cobblestone nehmen. Das habe ich zum Beispiel auf unserem Server so gemacht. Einfach hier alles mit Cobble gebaut. Dann hier ein paar Wasserquellen eben. Und dann, wie gesagt, habe ich hier insgesamt jetzt 10 Etagen, wo eben Monster spawnen können. Und die fallen dann alle hier runter. Und jetzt sind die alle auf derselben Höhe. Und fallen dann insgesamt alle auch hier 23 Blöcke runter. Und dann könnt ihr euch einfach, wie gesagt, genau wie bei einer anderen Farm, dann hier unten hinstellen. Und die einfach alle mit Rundumschlägen töten, mit eurem Schwert am besten. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist auf euer Schwert zum Beispiel die Verzauberung Looting, bzw. Plünderung zu packen. Das sorgt nämlich dafür, dass ihr noch mehr Items bekommt. Und dann hauen wir hier die einfach alle mal tot, zack. Und ihr seht schon, wie viel XP hier dadurch entsteht, dass es eben den Zombies nur möglich ist, oder insgesamt den Monstern eben, nur möglich ist, hier eben zu spawnen, weil unter uns eben so weit oder so lange nichts kommt, wo sie eben spawnen können. Und dementsprechend spawnen alle Monster, die spawnen können, eben da oben. Und wir können die ganz entspannt von hier unten töten und haben dann hier eben super viel Erfahrung, die wir hier generieren können und eben auch ziemlich viele Items, wenn ich die Kisten aufmachen könnte, ja. Hier seht ihr schon, was hier alles schon an Items zusammengekommen ist in der kurzen Zeit, wo das hier nur steht.
Und wie gesagt, das ist super einfach. Ihr könntet natürlich auch die ganze Farm so bauen, dass ihr eben nicht die XP einsammelt, das habe ich ja eben schon erwähnt, sondern einfach nur eben die Items. Dafür müsst ihr das Ganze einfach nur nochmal zwei Blöcke hochbauen. Und dementsprechend würden dann alle durch den Fallschaden sterben, den sie kriegen. Aber ich denke, das ist eine ziemlich coole Farm. Und wie gesagt, eigentlich super einfach nachzubauen. Das Prinzip ist simpel. Und ihr braucht einfach nur viele Blöcke. Und es dauert halt einfach lange, sowas zu bauen. Deswegen habe ich es euch jetzt nicht gezeigt. Es ist aber im Prinzip genau die Farm, die wir da gemacht haben. Nur 10-mal übereinander. Und dann eben noch mit diesem extra Wasserding, das halt dafür sorgt, dass sie alle nur 23 Blöcke runterfallen. Und nicht irgendwie von ganz oben nach ganz unten, weil das würden sie halt einfach nicht überleben. Und wir wollen ja bei dieser Farm eben die XP bekommen. Und ihr seht, wie viele Monster hier schon wieder sind. Das ist einfach ziemlich cool. Und wie gesagt, ziemlich einfach. Und ich hoffe, ihr habt das Video cool gefunden. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Monster in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Farm. Ich hoffe, sie hilft euch weiter. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem ganzen Gammelfleisch überhaupt irgendwas anfangen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.